Schönen guten Tag, Herr Maas. Hi, hallo. Kann man auch sagen, dass Sie in gewisser Weise auch dafür verantwortlich sind, dass im Internet ein ziviles Miteinander nicht vollends vor die Hunde geht? Also auf jeden Fall fühle ich mich dafür verantwortlich, dazu was beizutragen, denn mein Eindruck ist, dass viel zu viele Menschen das Internet für einen völlig rechtsfreien Raum halten. Da kann man tun und lassen, was man will, es hat keine Konsequenzen. Und wenn ich mir anschaue, dass in den letzten beiden Jahren die Hasskriminalität im Netz um 300% gestiegen ist, dann finde ich, kann man da nicht mehr tatenlos zugucken. Aber es ist immer die Frage, was zuerst da war. Waren zuerst die wütenden Leute da, die jetzt endlich mal die Möglichkeit haben, das auch nach außen darzustellen? Oder befördert das auch dieses, man hat ja fast schon das Gefühl, es ist ein menschliches Grundbedürfnis, Hass und Neid in die Welt hinaus zu pusten? Ich glaube, dass es Wut und Hass schon immer gab. Und das, was wir da sehen im Netz und auf den sozialen Plattformen, der Hass und die Hetze, die da verbreitet werden, das ist nicht neu. Sondern die, die so dachten, oder die so denken, die haben schon immer so gedacht. Und die haben mit sozialen Plattformen neue Möglichkeiten bekommen. Und wir sehen es jetzt. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil wir uns dann auch damit auseinandersetzen müssen. Wenn man zurückdenkt an diese Zeit, Sommermärchen, Du bist Deutschland, Kampagnen, die eigentlich so ein bisschen den Eindruck vermittelt haben, das haben wir eigentlich hinter uns. Rostock-Lichtenhagen ist lange her. Das gibt's eigentlich so nicht mehr. Haben wir uns damals was vorgemacht? Ja, man hat sich da was vorgemacht. Mhm. Und wenn man sich anschaut, dass nicht nur die Hasskriminalität in den letzten beiden Jahren um 300% gestiegen ist, sondern wir aktuell nach der Kriminalitätsstatistik auch den historischen Höchststand politisch motivierter Gewalttaten in Deutschland haben. Und man beides mal zusammen betrachtet, dann brauche ich kein wissenschaftliches Gutachten, um den Zusammenhang zu erkennen. Gewalt beginnt immer im Kopf. Und erst kommen die Worte und dann kommen die Taten. Wenn man sich die Wahlplakate der AfD anschaut, sind die legal oder ist das nicht klar rassistisch und diskriminierend, was da passiert? Wie würden Sie das als Justizminister beurteilen? Die Meinungsfreiheit muss auch wehtun, damit sie eine ist. Es gibt Dinge, die ich ekelerregend finde, die auf Wahlplakaten stehen, die aber immer noch von der Meinungsfreiheit gedeckt sind, solange sie nicht strafbar sind. Das heißt, solange sie nicht volksverhetzend sind oder einzelne Menschen oder Gruppen bedrohen. Und ehrlich gesagt, muss man auch der Gesellschaft zumuten, sich über solche Aussagen und die Personen, die dahinter stehen, selber eine Meinung zu bilden. Und ich finde, wenn wir plötzlich Entwicklungen wie die haben mit Pegida, der AfD, dann kann es sein, dass es irgendwie an der Zeit ist, nicht mehr Mitglied einer schweigenden Mehrheit zu sein. Schön, dass man Mitglied der Mehrheit ist, die für Weltoffenheit und Toleranz ist, aber dann muss man irgendwann auch mal den Mund aufmachen und muss bei solchen Plakaten auch sagen, das ist nicht in Ordnung. Und auch wenn es von der Meinungsfreiheit noch gedeckt ist, ich will nicht in einem Land leben, in dem solche Sprüche salonfähig werden oder in dem eine solche Politik von immer mehr Menschen unterstützt wird. Und wenn man das nicht will, muss man was dagegen tun. Und das kann jeder. Manchmal unterschätzen die Menschen und auch der Einzelne seine eigenen Möglichkeiten. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.